Jetzt der Zeitpunkt da gekommen, wo ihr wirklich sagen könnt, ich bin verrückt, um 22:59 das noch zu machen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Underground. Und bevor die ersten paar Fragen kommen, warum ich bei meiner Starterbase starte und nicht unten. Ja, ich habe ein kleines Starterpack gemacht, kann man so sagen. Und wir können uns da was Neues craften. Also, wir haben Freitag, den 15.07.2022. Wir haben gerade 13.37 Uhr. Und um 15 Uhr gibt es einen Livestream auf YouTube. Das Video kommt auf jeden Fall nachher. Aber wir müssen auf jeden Fall vorm Livestream noch einiges machen. Ich schaue mal die Eisenfarben, wie viel wir da überhaupt schon produziert haben. Weil ich habe jetzt einige Tage nur die Blumen rausgemacht, weil wir die nicht brauchen. Okay, die erste Truhe ist komplett voll, das weiß ich. Die fast. Hier ist auch alles voll und hier, ja, so ein bisschen Eis ist auf jeden Fall drin. Okay, Mending ist gekauft. Jetzt brauchen wir nur noch Anbrüchigen dran. Ich glaube, wenn ich mich hier recht erinnere, gibt es noch bei keinen Villager. Ja, hier gibt es auch keinen Anbrüchigen dran. Ja, wenn das so ist, dann muss ich das Anbrüchigen 3 erstmal holen. Anbrüchigen 3. Und so craftet man ein Totem. Also, das ist ein Hundportal in einen Dschungel generiert. Das ist zwar, glaube ich, sehr selten, aber naja. Also, es sind noch 27 Minuten bis zum Livestream. Ich habe mir überlegt, dass ich so lange vielleicht ein bisschen meiner Base weiterbaue, wo es halt keinen Timelapse dazu gibt, weil die Timelapse sind halt sehr aufwendig. Und ich bin jetzt nicht so motiviert, so viel zu machen. Also, bitte, es ist okay und dafür wird das Video etwas länger gehen als die anderen. Let's go. Oh, endlich. Das hat jetzt so lange gedauert, ne? Boah, ey. Alter. Bum, 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 bum. Okay. Let's go. Alter. Alter. Oh, endlich. Das hat so lange gedauert. Den Stronghold zu finden, das war ein so riesiger Krampf, aber... Oh, ja. Let's go. Helfen mir mein Bruder beim Ausleuchten. Ich bin da gerade gestorben. Danke, mein Bruder, auf jeden Fall. Ich gebe ihm Luftangriff. Das ist jetzt. Ich habe zwei. Ja, ich mache es ja nicht gegen dich, ich mache es gegen die Zombies. Ich habe noch eine Leiter. Let's go. Oh, das ist so krass. Eine Leiter. Sharpness 4, Feather Falling 3 Zeug. Ja, ist geil. Wie tut Seeds brauche ich nicht. Unbreaking 3 brauche ich auch nicht. Oh, let's go. Drachenkopf kommt jetzt auch noch mit. Let's go. Let's go. Smite 5 kann ich dir schenken dann. Ah, ne, ist Knockback drauf. Ja, ist trotz. Alter, das ist so anstrengend. Weitere Incity, let's go. Ey, schon wieder ein Schiff. Also, ich weiß nicht, was da los ist, aber ich finde nur noch Schiffe. Und? Okay, erstmal overpowered. Fast komplett die Rüstung und abbauen. Und? Hallo? Oh, Gold ist voll. Okay, okay. Let's go. Jetzt kann ich auch eigentlich mal alles reinlegen. Und meine Ding ist voll. Okay. Und wir sind jetzt endlich wieder zu Hause. Let's go. Ich habe zwar zwei Totems verloren. Leider. Aber ich habe einen Innerdrachenkopf und mehrere Lightwars. Und jetzt brauchen wir nur ein bisschen Obi und dann habe ich noch etwas. Dann zack, zack, zack. Hier drumherum. Ich sagte drumherum. Zack. Und die Enchest kommt. Hier bauen wir den weg und dann kommt es hier hin.
So, let's go. So, ich habe jetzt auf jeden Fall alles versteckt. An alle, die jetzt schon länger dieses Projekt verfolgen, wissen wahrscheinlich, wo ich es versteckt habe. Das ist auf jeden Fall sehr gut versteckt. Aber ich möchte halt nicht, dass die ganzen Elytras, Rüstung etc. verschwinden. Aber was wir jetzt machen, wäre unsere Base weiterbauen. Also würde ich sagen, let's go. Ich weiß, wir starten sehr oft aus dieser Position in letzter Zeit. Aber das sieht so geil aus. Also ich finde, das sieht richtig natürlich aus. Und mir gefällt es schon mal sehr, sehr gut. Also wenn ihr schon mal zum Vergleich das alte Video ansieht, wie da der Status war. Hier, da war hier noch alles mit Luft. Und jetzt ist es einfach, als ob hier das hier einfach reingeschlagen wurde. Das sieht so geil aus. Also jetzt war ich noch so frei und habe hier noch ein bisschen mit Glas gemacht. Also wir können es mal kurz von außen ansehen. Also, das sieht geil aus, ne? Ich fühle das so richtig. Wenn dir auch meine Base gefällt, dann kannst du auch gerne das Video liken und den Kanal abonnieren, weil ich bin immer noch ganz kurz vor den 100 Abonnenten. Und ich sage euch, was da kommt, das lohnt sich auf jeden Fall zu abonnieren. Also, wie soll ich sagen? Jetzt ist der Zeitpunkt da gekommen, wo ihr wirklich sagen könnt, ich bin verrückt, um 22.59 Uhr das noch zu machen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag bauen in Minecraft. Aber irgendwann hat es auch ein kleines Problem beim Bauen. Mir gehen die Materialien aus. Ich muss nicht hoffen, dass ich in meiner Base noch was habe. Oder wir müssen noch ein bisschen zusammen farmen. Aber ich glaube, ich farme eher zusammen, damit ich den nächsten Wochen, Tagen auf jeden Fall noch genug Bauzeug habe, damit ich mehr bauen kann. Ja.